Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video hier beim Invertmaster. Leute, ich lade euch ein. Jetzt Sonntag um 16 Uhr. Moment. Die Reihenfolge der besten 8 umgekehrt. Die Fahrer sind jeden Moment soweit. Sehen wir uns die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Okay, danke. Also, Leute, Sonntag um 16 Uhr werden wir ein 100% Rennen fahren in F1, beziehungsweise in F1 22, aber mit F2 Autos. 11 Teams, theoretisch 22 Fahrer, je nachdem wie viel wir werden. Und es sieht folgendermaßen aus. Wir werden halt, wie gesagt, die volle Renndistanz fahren. Das heißt, wir fahren 30 Minuten Quali, ihr habt einen roten Reifen. Wobei wir ganz klar sagen müssen, jeder fährt ja seine 2-3 Ründchen da und dann kann man theoretisch aufgeben. Dann ist das Sprintrennen, was 18 Runden sind und 25 Runden das Hauptrennen. Und ich möchte euch einfach mal kurz vermitteln, wie ist das Fahrgefühl? Wie sieht das aus mit Formel 2 Autos? Ich meine, der eine oder andere hat gesagt, oh, F1 22, fasse ich nicht an, Handling ist blöd, bla 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 und so weiter. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, in diesem Spiel, Formel 2, ist absolut geil und ihr kennt mich vielleicht von dem einen oder anderen 100% Rennen schon. Wir sind jetzt 111 100% Rennen gefahren und das hier wird quasi das 112. Und da wollte ich euch einfach mal zeigen, wie ist so das Feeling. So, ich bin Dennis Haurer. Mein Teammate ist da vorne auf der 9. Keine Ahnung, was ich die KI eingestellt habe. Ich habe mich für Belgien entschieden, weil Belgien eine absolute Kultstrecke ist. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen geguckt, wie ist die Strecke bei euch so beliebt. Wir sind ja nun wirklich schon 5 Seasons gefahren. Und ich habe natürlich auch ein bisschen nach Anmeldezahlen geguckt. Und Belgien ist da wirklich sehr, sehr gut bei weggekommen. Und ich muss sagen, ich feiere diese Strecke. Und möchte euch einfach mal zeigen, wie das Fahrerlebnis hier ist. Man kann zum Beispiel, ihr merkt es vielleicht selber, auch beim Zuschauen jetzt, man muss viel mehr in Begrenzer rein. Man kann viel mehr rauflatschen aufs Gas. Aber man kann auch, und das hat man jetzt zum Beispiel gerade gesehen, man kann nicht so schnell runterschalten wie in der echten F1. Also was heißt echter F1? Also F1 zu F2. Und es ist einfach herrlich. Wie gesagt, volle Renndistanz natürlich. Wir machen dynamisches Wetter. Wir haben schon ein paar Open Lobbys gemacht, wo wir dann immer mal wieder gesagt haben, ey, lass mal kurz F2 fahren. So aus drei Runden, also drei Strecken, A5 Runden F2. Sind dann aber irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Stündchen geworden. Und ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die echt Bock auf F2 haben. Und ich selber bin ja auch in der Überlegung, was machst du für nächstes Jahr? Wir haben ja zum Beispiel gerade im Discord eine Umfrage am Laufen, wie wir Season 6 veranstalten. Ob gleiche Bolidenleiste, ob realistische. Wie machen wir es mit dem Safety Car? Weil das ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder, ja, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Taktiken hat es durcheinander geworfen. Leute, die Zeitstrafen hatten, konnten ihren Platz nicht verteidigen, weil ein Safety Car auf mal kam. Gerade wenn ein Wetterumschwung war, hatten wir das Problem, dass es natürlich genau dann kam, wenn die Phase war zwischen Trocken und Inters. Das ist schon ganz oft passiert. Leute haben sich verschätzt, das Wetter ist doch noch nicht doch noch nicht umgeschwenkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Geräusch beim Hoch- oder Runterschalten und dann dieses, es ist einfach herrlich. Wir haben kein ERS. Nur DRS. Ich meine, ich fahre jetzt hier mal schöne, schwitzige 5 Runden. Ich habe hier gerade AOs gelesen, lol. Und ich muss sagen, wir hatten halt wirklich super viel Spaß bei den F2 Open Lobbys. Und im ersten Moment sieht das dann natürlich danach aus, dass es deutlich länger dauert, aber ist es halt wirklich nicht. Ich versuche, ich werde euch unten in die Kommentare nochmal reinschreiben, wie lange das genau dauert. Ich meine, dass das Sprintrennen so bei 35 Minuten war und das Hauptrennen bei 50.
So circa halt, ne? Und mit der Quali zusammen, die zwar 30 Minuten geht, brauchen wir keine 2 Stunden. Das heißt, wenn wir um 16 Uhr anfangen, sind wir um 18 Uhr durch. Und für mich ist das auch einfach nochmal zusätzlich eine Frage. Habt ihr Bock auf Formel 2? Habt ihr Bock auf eine Formel 2 Liga? Habt ihr Bock auf Special Events in der Formel 2 oder nicht? Und dementsprechend gucke ich natürlich jetzt auch so ein bisschen, wie ist das Interesse? Weil, ja, sonntags ist eigentlich immer so unser Tag gewesen, gerade am Sonntagnachmittag halt eben. Und wenn ich merke, das Feedback ist gut, Resonanz auch, dann könnte ich mir echt vorstellen, da was zu starten. Wenn ihr selber sagt, ah, nee, eher nicht so, dann konzentrieren wir uns weiter auf die F1. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, das durchzuziehen. Weil ich es vom Fahrverhalten, muss ich sagen, du kannst echt viel besser rauflatschen, ne? Man bleibt bei 6 Gängen, es gibt keinen 7. Na, auch hier kannst du voll durchbrettern. Du musst beim Start ein bisschen mehr Gas geben. Und ich glaube, das könnte halt wirklich ein voller Erfolg werden. Wenn sich genug melden. Ihr habt, wie gesagt, bis Freitag Zeit, euch zu melden. Schreibt gerne hier in die Kommentare rein, beziehungsweise joint am besten gleich auf meinem Discord-Server. Da gibt es dann einmal einen kleinen Button mit einem Geldschein. Das ist einfach nur so eine Bot-Protection, dass man natürlich sich an gewisse Regeln hält. Ist ja völlig normal. Und ein bisschen weiter unten ist dann so ein kleines Kickroller-Symbol. Damit ihr die passenden Formel-1-Channels halt eben seht und ich euch pingen darf, wenn es Richtung Formel 1 geht. Dass man einmal in der Woche einen kleinen Ping bekommt, sagt, Mensch, pass auf, die und die Strecke dann und dann. Und gleichzeitig könnt ihr halt auch die Umfrage bedienen, dass ihr halt eben sagt, Mensch, pass auf, wie sollen wir Season 6 halt eben veranstalten? Lassen wir Safety Car an oder aus? Wollen wir auf gleicher Leistung weiterfahren oder doch vielleicht realistisch? Wie steht ihr zum Beispiel zu Sprintrennen? Ich hatte zum Beispiel Grüße an Sturmreiter gehen raus an der Stelle. Was ich auch ein cooles Argument ehrlich gesagt finde. Ich bin ein Freund davon, zwar die Sprintrennen da zu fahren, wo sie auch in der echten F1 gefahren werden. Das war bislang Imola, Österreich und Brasilien. Da sind wir auch Sprintrennen gefahren. Ohne dass ich vorher gefragt habe, weil das gehört halt einfach dazu. Es gab aber auch den Vorschlag, dass man zum Beispiel sagt, man fährt 18 Minuten Quali und dann Sprintrennen. Einfach für die Leute auch, die in Q1 ausscheiden, weil sie vielleicht auch Neuling sind in Formel 1 oder sich vertan haben oder eine ungültige Runde oder was auch immer. Und so könnte man halt eben auch sagen, gut, okay, ich bin halt die ganze Zeit am Fahren, ne? Das Einzige, was ich nicht zur Umfrage stelle, ist die Renndistanz. Die bleibt natürlich bei 100%, weil ich einfach, gerade jetzt, ich meine, wann fängt Formel 1 wieder an? Irgendwie Mitte März oder sowas? Und wenn euch das genauso geht wie mir und ihr seid wirklich Formel 1 verrückt. Ihr seid vielleicht auch gerade in die Formel 1 gestoßen, interessiert euch für Motorsport mit allem drum und dran. Dann ist das sonntags bei mir zu fahren wie Freunde treffen. Freunde treffen, die ähnliche Interessen haben. Und wenn man dann selber ein bisschen heizen kann, warum nicht? Ja, das heißt, wir werden jetzt erstmal am Sonntag schön ein F2-Event machen. Sollten da nicht genug Leute teilnehmen, ich werde das trotzdem starten. Und zur Not machen wir einfach einen Open Lobby Nachmittag. Also ich denke mal so 15 Leute sollte man wahrscheinlich schon sein. Aber da werden wir rechtzeitig Bescheid geben. An Neujahr selber am 1. Januar werde ich eine Klassik-GP wieder veranstalten. Das heißt, ihr habt halt eben die Möglichkeit zu sagen, Mensch, pass auf. Wir fahren in F1 2020 mit den Klassik-GP-Autos. Und werden da denn nochmal ein Rennen abhalten. Mal gucken, ob das auch 100% wird. Mal gucken, was die Leute so sagen in den Umfragen. Wir haben da, wie gesagt, im Infokanal, im Discord so einen kleinen Link vorbereitet, wo wir einfach mal wissen möchten, Mensch, was können wir verbessern? Und ich weiß, dieses Spiel hat seine Feder und seine Tücken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sonntags euch zu treffen, auch natürlich auch unter der Woche in den Streams und mit euch zu heizen, mit euch gemeinsam vielleicht an einem Kick-Tipp-Spiel teilnehmen,
mit allen drum und dran, ne? Spielen kann süchtig machen, BZGA.de. Das ist einfach geil, das erfüllt mich. Und je mehr wir sind, desto besser ist es. Ich kann die letzte Runde vielleicht nochmal dazu nehmen. Für Leute, die sagen, Marcel, du wirst ja auch immer größer, das ist ja eh gar kein Platz für mich. Doch, also sobald du das Spiel auf Steam hast, egal wie gut oder schlecht du bist, darfst du bei uns mitmachen. Die üblichen Verhaltensregeln und sowas, denke ich mal, brauche ich glaube ich nicht groß erklären. Aber es wird bei uns dann zwei Lostöpfe geben, bis auf Rennen 1 natürlich. Da sind alles Neulinge so gesehen. Aber dann wird es immer so sein, dass die Top 10 aus dem Rennen automatisch einen Safe-Slot kriegen für das nächste Rennen, sofern sie dann teilnehmen. Dann gibt es Lostopf 1. Das sind alle die, die in der Saison schon mal mitgefahren sind. Beziehungsweise die, die dann halt 11. bis 12. 11. bis 12. Ja moin. 11. bis 20. geworden sind. Und wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir sind irgendwann in Silverstone oder sowas angekommen und dann gibt es zum Beispiel einen einzigen, der in Lostopf 2 ist, also Neulinge, dann fährt der zum Beispiel sicher mit, weil ich immer Neulinge zulasse, immer. Natürlich muss man dann ein bisschen im Verhältnis gucken, wie viele Neulinge sind dabei, wie viele in Lostopf 1 und so, ne? Dass man das gerecht aufteilt. Aber ansonsten kann das auf jeden Fall losgehen. Und dann bin ich gespannt, ob wir mit gleicher Leistung fahren, realistische. Was ist mit dem Safety Car? Aber jetzt, Sonntag um 16 Uhr, konzentrieren wir uns erstmal auf die F2. Wenn ihr also selber Bock habt, auch hier mal 100% zu fahren. Wie gesagt, das hört sich erstmal viel an. Aber es, wie gesagt, es sind nur 18 Runden in Belgien und dann nochmal 25. Das heißt, es ist genauso, als wenn wir ein 100% Rennen fahren in der F1. Nur, dass die Rundenzeiten halt ein bisschen mehr sind. Aber es macht ja nichts, ne? Wir sind trotzdem schnell durch. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Danke, dass ihr am Start wart. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, Bock habt, egal ob F1, F2, Klassik, GP oder wie auch immer, gebt dem Video doch ein Like nach oben. Lasst einen Daumen da, ne? Und ja, abonnieren, teilen, liken. Ihr kennt den ganzen Kram. Von daher, ich bedanke mich. Vielen Dank für eure Zeit. Und wir sehen uns gerne im Stream. Euer Invertmaster.